Wird heute gern ausgehen. Kennt jemand einen guten Italiener im Viertel? Du willst einen Italiener essen? Den musst du erst fangen. Lol. Google ist dein Freund. Ja, war schon auf Google. Hab nichts gefunden, deswegen frage ich ja. Sorry, ich habe mit meinem Mac gesucht und gefunden. Kauf einen Mac. Tolle Idee. Kauf einen Mac und dann hast du kein Geld mehr für Essen. Kauf dir einen PC, dann geht dein Geld durchs Window. Ja, super dein Witz. Ja, super deine Mutter. Fick dich doch. Schnauze. Beruhigt euch. Was ist mit meinem Italiener? Der läuft. Pierre, man macht kein Leerzeichen vor dem Doppelpunkt. Sorry, bin Grammatik-Nazi. Du bist eine Nazi-Oma? Du wirkst aber jünger. Achtung, Godwins Gesetz im Anmarsch. Es heißt Godwin ohne L. Idiot. Hallo, Jojo, Mama hier. Ich hab dir eine E-Mail über das Facebook vom Telefon geschickt. Meine Maus kann nicht mehr auf Internet gehen. Warum, Mama? Keine Ahnung. Geh auf Google. Du heulst wegen nichts, während Kinder in Afrika verhungern. Ich bin kein Rassist, aber diese Afrikaner. Okay. Was ist mit meinem Restaurant? Um einen Italiener zu essen, würde ich nach Rom gehen. Ich kenne ein super Restaurant im Viertel. Ein Libanese hat leider zu heute. Koch doch einfach selbst. Das finde ich doch viel billiger, vor allem in deinem Viertel. Hör vielleicht mal auf zu meckern. Du wolltest hier leben. Wer meckert denn? Ja, ich lebe außerhalb. Ist billiger. Du Landei, du Langweiler. Ja, Gut, ich denke schon lange darüber nach, aber ich werde Facebook verlassen. Vielleicht nur für kurze Zeit, vielleicht für immer. Ich dachte, dass Facebook meine Leere im Herzen füllen könnte, aber ich musste leider erkennen, dass der Austausch hier überhaupt nichts bringt. Ein wirklich schwerer Schritt. Das Schlimmste ist nicht die Einsamkeit, sondern der ganze Lärm. Ich nehme die Dinge jetzt in die Hand. Es ist echt hart. Wie mein Schwanz! Wenn du hier klickst, klack, kannst du uns abonnieren. Und dann gibt's einen weiteren Sketch. Ab. Sketch ab. Verstanden? Oh, ich hasse dich.